Hallo und willkommen zurück. Und ja, bevor wir jetzt mit der Hauptmission weitermachen, gehen wir hier noch ein paar Sachen einsammeln. Jetzt haben wir ja schon mal das Fleisch. Wir haben nicht genug Geld, das ist schade. Wir müssen mehr Geld machen, wir müssen mehr Tiere jagen. Aber das ist halt eben auch hier das Problem in dem Spiel, dass viele Tiere halt eben verbuggt sind. Was schade ist. Also online auf jeden Fall mal richtig, mal zwischendurch richtig extrem. Also ich zocke ja erst mit dem Kollegen auch. Und ja, das ist manchmal da echt richtig pervers, was da abgeht. Jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen jagen. Wir brauchen Geld, dass ich auch die Trophäen mal ausstellen kann. Oder auf jeden Fall mal schauen kann, wie wir sie ja ausstellen. Schade. Ein Puma. Ich gehe mal davon aus, der Puma greift uns auch an. Aber hier, wie gesagt, kann man sich halt eben auch besser, wenn wir jetzt die Tiere so und so töten müssen oder jagen müssen, hier kann man sich auch besser an die Tiere halt eben ranschleichen. Bei den Alligatoren ist halt eben so eine Sache. Wie gesagt, ich werde es zwischendurch immer mal versuchen. Wenn es klappt, tipptopp, dann mache ich da nämlich gerade weiter, beziehungsweise mache das fertig und dann mache ich da weiter. Wenn nicht, dann halt eben nicht, ne? Da oben haben wir auch noch jede Menge, da müssen wir auch irgendwann noch hin. Aber wir schalten jetzt erstmal alles immer frei. Dann haben wir es später leichter. Muss auf jeden Fall noch Munition kaufen. Und wie gesagt, mit den Gewehren muss ich mal schauen. Auch mit den Zusatzgewehren. Vielleicht kaufe ich mir noch ein Waffenset, wenn die besser sind. Muss ich mich vorher aber schlau machen, muss ich erstmal googeln. Weil es bringt mir ja nichts. Oh. Oh, jetzt will ich der Fernseher ausschalten. Toll, jetzt habe ich den Puma deshalb verloren. Der Schuss ging, glaube ich, daneben. Das war dann doch zu überhastet. Oder? Haben wir getroffen? Das ist das Futtergebiet. Da fressen sie.
Aber so eine Jagd ist dann doch schon eher meins. Zweihundert haben wir noch. Was kostet eigentlich so ein Hochsitz? Ja, ist gar nicht mal so billig eigentlich. Erklärt, warum ich kein Geld mehr habe. Aber wie gesagt, ich decke immer gerne erst die Sachen auf und dann kann man sich immer noch konzentrieren. Wie gesagt, von der Story her bin ich mal gespannt, was hier alles kommt. Aber die kann man ja. Die kann man ja variieren. Wie gesagt, ich kann ja auch immer wieder auf neue Karten gehen, wenn ich nicht vorankomme. Dann immer wieder zurückswitchen auf alte Karten, wo ich schon mal war. Ich weiß gar nicht, ob ich habe ja mit den Anfangskarten angefangen. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob ich da schon was von der Story gemacht habe oder ob wir da auch mittendrin anfangen. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich noch einen schießen. Aber da es die letzte Aufnahme für heute ist, weiß ich nicht mehr, wo ich spawne. Wenn ich wirklich hier ganz unten spawne, muss ich wieder ewig weit rennen. Haben wir überhaupt schon einen? Ja, haben wir. Ja, es hängt wieder. Schade eigentlich. Steh mal einer, warum das Spiel jetzt so buggy ist. Ist jetzt eine neue Karte, aber daran kannst du ja jetzt nicht liegen, oder? Ich müssen wir den mal schauen. Machen wir erstmal die Story ein bisschen weiter und dann sehr niedrig, war ja klar. Aber da das Tier etwas verbuggt ist, nicht tödlicher Treffer. Das ist ein Haufen gelegt, hä?
Oh, verdammt. Ah, normal wollte ich auch ganz normal eins mich ranpirschen, richtig professionell eins schießen. Aber dann ist der ja wieder Wahnsinnige wieder. Ich habe gedacht, der greift mich wieder an. Deshalb habe ich einfach drauf losgeschossen. Da es beim Schießen aktuell auch gerade verbuggt ist, weiß ich nie, ob ich ihn jetzt wirklich treffe oder nicht. Was es natürlich auch nicht besser macht. Na, da passiert gar nichts. Oh, die haben wirklich so einen richtigen Elefantentöter hier, so eine richtige Waffe mit richtig Rums. Im Moment spackt das Spiel so rum, das gibt's gar nicht. War vorher gar nicht so. Ah, das warten. Komm, lassen wir das. Es hängt mir jetzt aktuell zu viel. Wir decken jetzt gerade den Punkt da auf. Und dann, wie heißt es? Dann gehen wir noch zur Hütte und dann soll es das für heute gewesen sein, wenn ich heute die Aufnahme. Wie gesagt, mit den Wasserbüffeln halten wir uns da mal noch zurück. Die scheinen dann doch etwas verbuggt zu sein. Ich habe mir nur gedacht, halt eben, wisst ihr, wie heißt es? Ihr dreht sich wieder im Kreis, das wäre jetzt einfache Beute. Hauptsache, ich bekomme ein bisschen Geld, wisst ihr. Aber dem war dann wohl nicht so. Dass hier wieder ein Hochsitz ist, sind wir pleite. Müssen unbedingt mehr jagen und weniger aufdecken und erkunden. Es ist natürlich ein Hochsitz. Ich weiß, man muss kein Geld dafür ausgeben, aber ich mach's trotzdem. Deshalb müssen wir jetzt mehr jagen. Wir brauchen Geld. Wir sind arm. Wir müssen jetzt traurigerweise wirklich alles jagen, was geht. Weil wir haben jetzt nur 1000. Aber durch die Missionen bekommen wir ja auch Geld. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch, warte, bevor ich das da aufdecke, Reise zur Hütte. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zu der Hütte. Da, wo ist sie denn?
dahin. Und dann haben wir das geschafft. So, haben wir überhaupt schon... Ah, die Jutta haben wir ja schon, ne? Können wir da keine Schnellreise hinmachen? Doch, perfekt. Ja, das passt ja dann super. Können wir nämlich das nächste Mal gerade die Schnellreise dahin machen und dann war's das. Brauchen wir nicht mal mehr so viel Zeit. Wieder ein paar EP oder XP. So, und da würde ich sagen, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.